Ich höre dich und sehe dich auch. Was möchtest du, mein Kind? Ja, bist du wirklich die große Gottgeist? Ja, der bin ich. Dein Herr über alles. Also, was möchtest du von mir? Weißt du, ich möchte wieder auf die zu meinen lieben Menschen. Ich möchte bei ihnen sein. Aber hier im Paradies ist doch viel schöner, wie der Tunnel auf dem Planeten Erde. Ja, das stimmt, mein Vater Gott. Ja, ich kann so viel erleben und bin kurz davor gestorben. Ich kann sehr wenig von der Erde sein. Aber mein Lichtseel, da im Paradies, hast du doch viel leichter. Du hast können wünschen, was du willst, und schon hast du es bekommen. Ja, das ist mein Problem. Weißt du, ich muss nichts machen, ich hasse schon. Das ist mir lang geworden. Ja, wenn du wünschst, runterzugehen, so kann ich dir helfen. Aber weisst, das Leben da unten ist nicht immer so einfach. Aber meine liebe Seele, ich sehe dort einen lieben Vater und eine liebe Mutter für dich. Ich danke dir, grossen lieben Vatergeist. Ich bleibe mit dir immer eng. Ja, ich bitte dich immer, mein lieb Kind. Liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Film über mein Leben, über meinen Beginn des Lebens hier in Unterägeri. Und dieser Film soll Ihnen aufzeigen, was Menschen zustößt, die sensibel sind, die Kinder haben, die eigentlich hellsichtig sind oder vieles wahrnehmen um sie herum, das sie gar nicht anderen erzählen können. Mein Leben begann hier in Unterägeri 1947. Meine Eltern waren beide von Unterägeri und hatten sich während des Krieges kennengelernt. Kurz nach dem Kriegsende haben sie geheiratet und ein Jahr später bin ich dann auf die Welt gekommen. Sie haben versucht, mit Beruf von Pension oder einer Gaststätte über Wasser zu halten oder dort ihr Unterhalt zu verdienen. So haben sie eine Pension gemietet, oberhalb vom Dorf, wo wir zusammen ungefähr 7 Jahre lebten und an einer herrlichen Aussichtslage leben durften. Nur in diesem Haus war viel los und das möchten wir Ihnen dann an gewissen Filmsequenzen nachvollziehen oder zeigen. Mein Vater hat da studiert, hat die Matura gemacht, später Priesterseminar in Rebstein.
war dann mit 20 plötzlich vor die Tatsache gestellt, dass er heim musste als ältester Sohn, als Ernährer, denn sein Vater starb an einem sehr aggressiven Krebsleiden und war in der kürzesten Zeit einfach weg. So blieb ihm nichts anderes übrig, als heimzukommen, Studium abzubrechen, und danach war natürlich sein Leben anders gelaufen, als er sich vorgestellt hat. Er war dann über 1000 Tage im Militärdienst, stand an der Schweizer Grenze, da irgendwo im Jura oder im Baselland, und diente für das Land. Als er heimkam, wie gesagt, hat er geheiratet und das Leben begann dann eigentlich als Familie da oben in der Schönwart. Viele Menschen kamen da nach dem Feierabend hoch, betranken sich oder hatten es lustig, aber es war für die Eltern fast nicht zum Überwasser bleiben. Sie hatten fast zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Also sie hatten es 5 Jahre eigentlich gemietet, gepachtet, und wie gesagt, nach dem 7. Jahr waren sie weggezogen. Ich kam auf die Welt ganz in der Nähe, unterhalb dieser Pension war das St. Anna, die Geburtsklinik von Unteregri, und erblickte da, wie meine Geschwister später alle eigentlich das Licht des Lebens. Mein Leben habe ich mehr oder weniger dargestellt später dann in diesen Büchern, aber der Beginn, der Anfang, den möchten wir Ihnen in verschiedenen Bildern zeigen. Ich habe eine große Angst gehabt. Ich bin gerade gestorben. Kann das sein, dass du etwas schnell gesprungen bist? Und dann ist dir vielleicht schwindelig geworden, oder? Und dann bist du umgekehrt. Du bist sicher, dass es passiert ist? Ja, ich bin sicher. Wenn dir doch etwas wäre, hätten wir das beide ja schon längstens gesehen. Ja. Meinst du nicht? Ja, schon. Hast du das wirklich erlebt? Nein. Wie ist die Suppe? Gut. Gut. Herein. Grüß Gott, Herr Bischof. Nehmen Sie bitte Platz. Und guten Abend, Herr Bischof. Auch Ihnen beiden ganz herzlichen schönen Abend. Es freut mich, Familie Steiger, Sie als meine Schöfin kennenzulernen. Es ist sehr angenehm, hier in Unteregri Ferien zu machen. Ich danke Ihnen, Herr Hochwürde, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Von was für diesem Problem wollen Sie mir beichten? Wir haben das Problem mit unserem Bub. Er erzählt uns von so komischen Geschichten mit Geistern und Seelen.
Ah, Sie haben ein Kind oder mehrere? Ja, wir haben 3 Kinder. Aber wisst ihr, ich oft der Älteste. Ist der, der uns am meisten Sorgen bereitet. Und darum haben wir euch eingeladen. Wo ist denn Ihr Bub jetzt? Wir haben ihn rausgeschickt. Und wir wollten nicht, wollen, dass er da ist und mitbekommt, dass wir über ihn reden. Was für Geschichten erzählt er Ihnen denn, Amix? Wie ich Ihnen gestern schon von etlichen Episoden erzählt habe, kommt eigentlich jeden Tag etwas Neues dazu. Er sieht Geister und Seelen. Und das fast überall. Jetzt, unsere Frage ist, was können wir machen? Er hat eine grosse Angst vor den meisten. Ja, meine lieben Kinder und Eltern, wahrscheinlich sind das nichts als Lügengeschichten und Unfug, die ihr Bub erzählt. Ich habe in Rom auch mehrere Jahre Theologie studiert und von dieser Sache habe ich noch nie etwas gehört. Darum ist mein Standpunkt ganz klar. Diese Sachen, die existieren nicht. Kurz gesagt, er sieht Geister und Seelen und erzählt uns dann davon. Er hat uns zum Beispiel auch schon von 2 Verstorbenen erzählt, die er noch vom Dorf her gekannt hat. Und wir noch gar nicht gewusst haben, dass die gestorben sind. 2 Tage später haben wir dann ihre Todesanzeige in der Zeitung gesehen. Und ja, da ist uns schon ein bisschen mulmig geworden. Ja, und er hat uns auch schon Leute gezeigt, die sie in der Gaststätte ein- und ausgegangen. Und hat genau gesagt, schaut, die werden nicht mehr lange leben. Und genau so ist es gesehen. 14 Tage später sind sie gestorben gewesen. Und wisst ihr, also da ist uns so schon sehr, sehr mulmig. Und da haben wir grosse Angst davor. Herr Bischof, und darum haben wir euch auch Fragen, was wir da machen können. Ja, sie hat mir gestern schon ein paar Geschichten davon erzählt. Und ich habe das als Unfug abgetont, schon wieder vergessen. Herr Steiger, könnten Sie mir noch einmal so ein paar Geschichten erzählen? Ja, wie gesagt, also... Ein anderes Beispiel, Herr Hochwürde. Was würden Sie jetzt zum Beispiel sagen, was würden Sie zu seiner Geschichte sagen, die er vor 2 Monaten gebracht hat? Wir waren am Abendessen. Da sagt er ganz plötzlich und ruhig, du Papi und Mami, heute in dieser Nacht passiert uns auf der Straße ein Unfall mit einem grünen Auto. Das grüne Auto, das fährt viel zu schnell den Berg durchab, kommt in die Kurve, trifft auf den Fußgänger, breicht ihn und geht dann in einen Bach runter. Alle sind verletzt, aber niemand stirbt daran. Ich habe ihn gefragt, ob er das träumt in der letzten Nacht. Er sagt, nein. Das, was passieren wird, das sehe ich gerade jetzt. Und es passiert sehr bald. Wir 2 sind dann ins Bett gegangen. Und etwa um 12 Uhr hat es einen lauten Krach gegeben, einen Lärm, der von weiter unten im Wald hergekommen ist. An unserer Tür hat es geschellt. Ich bin aufmachen und ein Mann ist davor gestanden, der um Hilfe für sich selber und die 2 Männer dort unten im kaputten Auto gebeten hat. Das grüne Auto ist dort unten im Bachbett gelegen, aber fast senkrecht an der Büsche gestanden. Was sagen Sie da dazu? Ja, meine lieben Eltern und Schöfli. Seltsam ist das schon. Aber vermutlich ist da gar nichts dran. Und Sie haben Ihren Bub eventuell einfach falsch verstanden. Möglicherweise hat er gemeint, er habe Ihnen die Geschichte schon mal erzählt. Oder Sie haben gedacht, das schon mal gehört zu haben. Dem sagt man Selbsttäuschung, das kommt viel vor. An dieser Sache ist doch nichts. Sie müssen dieser Sache auch gar nicht das Gewicht geben. Und Sie sollten das auf keinen Fall tragisch nehmen. Ich muss leider gehen. Gott sei mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Herr Steiger. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Steiger. Auf Wiedersehen, Herr Hochwürde. Herr Steiger, Sie haben noch vergessen, den obligaten Obolus zu entrichten. Ja, da haben Sie recht. Danke vielmals und Gott sei mit Ihnen. Du, Toni, für was hast du da eigentlich eingeladen? Also, der glaubt überhaupt nichts, was du ihm jetzt gerade erzählt hast. Der hat keinen blassen Schimmer, was wir ihm mitteilen wollten.
Sag mal, für was ist eigentlich zuständig, geht es zu brauchen? Ja, ihn oder derartige von seiner Art können wir überhaupt nicht brauchen. Ach so. Nicht einmal zum Mist verteilen oder zum Vertragen. Nein. Und darum ist er wohl Bischof geworden. Ja. Mich reut jetzt schon meine Zahnsteine. Also er ist nicht dort. Nein. Und überall. Wieso zählt meine Mutti und der Daddy nie so etwas wie ich? Wenn wir in die Kirche gehen miteinander, so habe ich richtige Angst. Denn es ist ganz voll mit
Toten. Aber außerhalb des Friedhofs wimmelt es von denen. Allein und im Dunkeln würde ich niemals die Tür laufen. Nun bin ich jetzt aber müde geworden. Ich schlafe auch nicht. Donnerli, Donnerli, hörst du mich? Oh ja, Vatergeist, ich höre dich im Traum ganz gut. Du fragst dich, wieso du so viel Geist in der Seele siehst. Donnerli, du hast das zum Voraus gewusst oder wollen gesehen. Aber hab keine Angst, sie können dir nichts antun. Später hast du die Macht über sie. Du kannst ihnen dann helfen. Ja, jetzt weiss ich warum. Und dafür keine Angst muss haben. Anton? Anton? Anton, komm raus, wo bist du? Donnerli! Donnerli, wo bist du? Donnerli, wo bist du? Donnerli, hey! Jetzt ist gut, das Spiel ist fertig! Donnerli! Donnerli, wo bist du? Donnerli? Anton, Donnerli, wo bist du? Donnerli, jetzt ist gut, komm raus! Donnerli, wo bist du? Donnerli, hast du mich gesehen? Donnerli, hallo! Donnerli, jetzt ist langsam gut, komm raus! Das Spiel ist fertig! Alice! Hier! Donnerli! Oh Gott! Die versteht? Was macht ihr die Sache? Oh, meine Frau hat mich noch gefunden. Oh, zum Glück. Bei meiner Großmutter, der Mutter von meinem Vater, war ich des Öfteren zu Besuch. Sie hatte im Haushalt eine Schwester, die hieß Tante Marie für mich. Und immer wenn ich dort war, sah ich mehrere Geister, mehrere Verstorbene und meistens immer wieder die gleichen. Ich erzählte ihnen das, aber sie gingen auf mich nicht ein. Sie konnten das nicht nachvollziehen und schon gar nicht verstehen. Deshalb habe ich oft das Gefühl gehabt, sie verlachen mich, sie nehmen mich nicht ernst und mit der Zeit ging ich dann auch nicht mehr gerne hin. Eines Tages erzählte mir dann der Vater von seinen Onkeln, seinen Tanten, die gestorben waren. Er zeigte mir Sterbebildchen von ihnen und darunter war ein Bild. Den Mann erkannte ich, dass der schon in der Stube gestanden war bei meiner Großmutter und das war mein verstorbener Großvater. Ich erzählte das meinem Vater und er wurde böse. Er meinte, ich verspotte ihn, ich weiß nicht, was er gemeint hat damit, und wurde zornig und sagte, erzähl mir nie mehr so einen Schmarrn, so einen Blödsinn, das gibt es nicht, das ist gar nicht möglich. Mein Vater ist schon so viele Jahre gestorben. Das waren sicher schon 10 Jahre vorher. Und ich sagte, es tut mir leid, aber ich habe den gesehen. Und später habe ich mich an seinen Ratschlag gehalten. Ich habe nie mehr was erzählt von Verstorbenen oder zum Beispiel von seinen Toten.
zu meiner Großmutter, die ich Gotti nannte, die meine Taufpatin war. Die lebte im Moos und war Witwe, hatte einen Mann, der Elektriker war. Und dort ging ich sehr gerne hin, denn sie war ganz anders gewickelt, ganz anders als meine Großmutter. Sie nahm mich wahr, hörte zu, versuchte mich zu verstehen, lebte dort mit ihrer Tochter, die ich sehr gut mochte, die Tante Vreni. Und jedes Mal, wenn ich dort war, lernte ich was dazu. Und sie hat eigentlich immer wieder zu mir gesagt, ich kann dich nicht ganz verstehen, aber wir versuchen, das zu lösen oder diesen Knopf zu entdecken, wie er gemacht wurde, dass du das siehst oder überhaupt sehen willst oder musst. Ich fühlte mich bei ihr geborgen. Sie hatte eigentlich da für mich Zuhörfunktion und erzählte mir natürlich als ehemalige Sekundarlehrerin sehr interessante Sachen aus Büchern, Geschichten, vielleicht auch aus Romanen, aber vielmehr Naturwissenschaftliches. Und ich konnte als Kind Erstaunliches schon entdecken bei ihr und natürlich erfahren. Sie war Witwe schon längere Zeit und auch bei ihr hatte ich oft Erlebnisse in der Wohnung. Aber sie nahm es ganz anders auf, hörte mir zu und suchte dann nach einer Lösung. Wie schon gesagt, sie hatte nicht immer auf alles eine Antwort, aber mindestens ansatzweise versuchte sie mich als Kind schon als Dreijähriger, Vierjährige, Fünfjährige zu verstehen und ging mit mir sogar in die Bibliotheken, auch in die Kantonsbibliothek nach Zug, einmal sogar ein Jahr später in die Nationalbibliothek nach Bern, suchte Literatur und Wissen heraus, wo Geister, Verstorbene und ihr Tun beschrieben wurde oder erklärt. Sie hat etliches gefunden, aber nirgendwo ansatzweise eine Lösung, wie man das macht, was man tun kann, dass das Kind nicht mehr Angst hat oder warum die überhaupt in den Häusern sind. So blieb ich als Kind natürlich für mich alleingestellt und ich hatte viele Erlebnisse. Sehr gut. Der liebt mir. Sagst du tausend Dank von uns zwei. Komm, Annelies. Sitz du uns hin. Erzähl doch etwas von früher.
sagst deiner Mutter vielen, vielen Dank. Willst du ein Stückchen davon probieren, Donali? Soll er etwas auf dem Mörgeli spielen? Komm, Donali, setz dich doch auf den Stuhl und erzähl uns etwas, was du erlebt hast. Aber das sieht zu ein. Soll ich wieder gehen? Ja, was erzählst du für einen Blödsinn? Da ist doch gar keiner. Wir sind ganz allein im Haus. Du, Donneli, du bist schon ganz verwirrt. Was hast du bloß? Aber es ist schon einer. Was erzählst du für einen Blödsinn? Da sitzt ja gar keiner. Wir sind doch ganz alleinig im Haus. Ja, das sehen die den nicht an. Da sitzt der alte Mann. Und da sitzt die alte Frau, die schläft. Ja, den gar nicht halt. Eure Großmutter. Ciao, Donali. Donali! Komm gut heim, gell? Der arme Arbeit, Donali, gell? Ja, aber jetzt habe ich ja richtig Hunger bekommen. Aber du warst ein bisschen wüst gsi, Sohn. Das ist so ein armes Bübeli. Ja, aber dann siehst du den Geister und so. Da sitzt ja gar niemand. Ja, aber weißt du, der Donali ist so ein Lieb. Und wenn er das gesagt hat, dann lügt er nicht. Dann stimmt denn das? Ja, also du das glaube ich jetzt nicht. Das ist ein fertiger Blödsinn. Ja, das ist doch fertiger Blödsinn, was er erzählt. Der sagt mir, schau mal, siehst du da jemanden auf dem Stuhl? Er erzählt immer so Blödsinn. Das bringt mich total durcheinander. Und nachher kann ich wieder nicht mehr schlafen. Aber der Donneli tut mir doch so leid. Thank you.
habe sie gesehen, wie sie auf den Stegen oben runterkommt, aus dem Haus. Und unten auf dem Vorplatz sich bespricht mit einer Freundin, mit einer Nachbarin. Sie hat mich begrüßt, sie hat mir gerufen und ich bin hergelaufen. Und sie hat Freude gehabt, dass ich sie eigentlich gehe besuchen. Die Freundin Frau hat mich gefragt, wen ich heisse. Und ich habe gesagt, ich heisse Anton, aber man nennt mich Donali. So hat sie Freude gehabt an mir. Und dann sagt die Grossmutter, du, warum bist du so dreckig? Die Jacke ist schmutzig und deine Hosen auch. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich von der Schönwart oben runtergelaufen bin und in einer Kurve innen mir viele verstorbene Seelen entgegengekommen sind, ganz langsam gelaufen sind. Und ich hatte Angst und bin rückwärts gelaufen und im Graben gelandet und an der Böschung mich verschmutzt. Ich bin 2-3 Schritte zurückgelaufen und habe ihnen gesagt, auf die Frage, was denn los ist, hinter euch stehen 2 Verstorbene und die machen mir Angst. Dann sagt die Freundin Frau, was erzählst du, Kind, für einen Blödsinn? Das gibt's doch nicht. Was von Toten erzählst du uns, die bei uns sind? Das ist doch einfach nicht möglich. Also mit so etwas will ich dann gar nichts zu tun haben. Ich glaube, du spinnst. Du bist ja nicht normal, Bub. Und ich will da nichts davon wissen. Also, ciao, Pauline, sagt sie zu meiner Großmutter. Das ist es gsi. Hab einen schönen Tag und lauf da weg. Und Großmutter sagt nachher zu mir, was hast du jetzt da wieder angerichtet? Was hast du jetzt da wieder gesehen und gesagt? Das tut ja alle Leute erschrecken oder abheben, mit mir noch etwas zu tun haben. Schön, dass du so spontan zu Besuch bist, Rolf. Danke vielmals. Der Toni ist leider nicht da jetzt heute durch den Tag, aber kommt dann am Abend zurück. Weißt du, er hat einiges Neues zu erzählen, was seit dem letzten Mal passiert ist. Und du weißt auch, gell, wir haben schon zusammen darüber geredet, über die Erlebnisse des kleinen Toneli. Es vergeht einfach keine Woche, wo nichts Neues dazukommt. Und ich kann mit dir anvertrauen, du verstehst mich. Du als Psychologe und Theologe von der Stadt. Weißt du, Alice? Was du mir das letzte Mal erzählt hast, ist mir noch tief im Knick. Ich habe die Sache auch mit meinen Kollegen besprochen, aber auch sie haben keinen Rat. Weißt du, es gibt einen Haufen Leute, die Sorgen haben und Ängste und Nöte und sie vertrauen einfach nicht darüber zu erzählen. Und sie wissen, sie haben einfach Angst, dass sie ausgelacht werden. Weißt du? Sättige Sachen erzählt sie uns nur in der Beicht. Auch wir haben ein Problem, weil wir wissen gar nicht, wo wir Hilfe holen oder uns jemand einen Rat geben kann. Bitte, Rolf, nimm da doch etwas, bedien dich doch. Danke vielmals. Weißt du, Toni hat das selber seine grosse Mühe, zuzugeben, dass hier im Haus einfach irgendetwas nicht stimmt. Und er hat selber schon Sachen erlebt. Einmal am Abend hat er Geräusche gehört im Gang rum. Er ist schauen, läuft die Stege zurück und gerade bei den letzten paar untersten Stegentritten hat er wie etwas an den Fussgelenk und er fällt den Rest der Stegentritten zurück. Und genau in diesem Augenblick löscht das Licht ab. Du, hat schon eine froh sein, hat sie nichts gemacht. Währenddessen, als er ist aufgestanden und hat den Lichtschalter gesucht, hat er eises Kälte wahrgenommen und einen unheimlichen Gestank. Er hat dort den Lichtschalter gefunden und angemacht. Er hat niemand gesehen, es war niemand herum. Dann hat er noch lange darüber geredet, über das Erlebte. Oder einmal, in der Nacht hat er auch ein Geräusch gehört im Kinderzimmer. Er ist überall schauen, es war niemand da, die Kinder haben geschlafen. Er hat das Licht angemacht, nichts herum. Er kommt wieder zurück ins Zimmer und hat genau gesehen, wie er das Licht im Gang aussen ausgemacht hat. Und aus irgendeinem Grund ist er wieder zurückgelaufen und hat die Tür nochmal aufgetan und das Licht hat wieder brennt. Er hat das Licht wieder ausgemacht, läuft zurück, ist wieder an. Ich habe es selber gesehen. Und weißt du, solche Sachen, stell dir mal vor, wir sind dann zurück ins Bett, aber ja, mit Schlaf war nichts mehr gesehen.
Du, wir waren so aufgewühlt von dem Erlebten. Ja, und ein anderes Mal hat mir der Tonelli erzählt. Er sei am Parkplatz oben beim St. Anna. Da hat er zwei tote Frauen gesehen, im Spitalhemmli. Und die eine Frau hat ein Baby auf den Armen getragen. Tot und blau. Das hat mir schön Angst gemacht. Da kann ich den Bub schon verstehen, dass ihm Angst und Bang ist. Ja, das zeugt von grossem Spuk. Ja, weisst, das da hier ist ein Salzhaus. Und scheinbar leben da innen noch Haufen Leute. Ja, oder auch Gäste von dieser Pension hier. Mhm. Nur leider haben die noch nicht gemerkt, dass sie schon gestorben sind. Ja, weisst, es ist wirklich oft schwierig. Was soll denn dem kleinen Bub sagen, weisst, wenn er mir etwas erzählt? Jetzt gerade vor kurzem ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, Mami, letzte Nacht sind Frauen und Männer durch mein Zimmer durchgelaufen. Und sie sind bei der Stahl und haben mich angestellt. Er hat mir erzählt, dass das Licht an- und abgeht, ohne dass jemand im Zimmer ist. Du kannst dir mal vorstellen, was der für eine Angst hat. Darum kommt er nicht zu uns rüber. Ja, und ein anderes Mal, der Toni hat er erzählt. Voraus hat es geregnet, hat er wollte die Stiefel anlegen. Und die Stiefel, die stand wirklich an einem geschützten Ort, wo kein Wasser reinkommt. Der eine Stiefel war voll Wasser, wo er drin geschlafen ist. Mei hat der lamentiert und geflucht und gesiracht. Das war also schon etwas schlimm. Gewesen. Und von aussen war es trocken seit einer Woche. Man hat das nicht verstanden. Ja, mir sind selber schon so Sachen passiert. Weißt du, gerade vor kurzem habe ich einen grossen Stapel frisch gewaschenes Geschirr in die Gaststube gedreht und auf die Theke gestellt. Ich bin rausgelaufen. Deklären das, was sie rachen. Ich springe zurück. Liegt alles in 1000 Scherben am Boden. Die Gaststätte war zu, Rolf. Es war niemand herum. Und weisst du, solche Sachen belasten uns. Und wir sind nervlich schon so überreizt. Ich weiss nicht, was wir so machen. Was haltest du davon? Du, Alice, ich mache dir einen Vorschlag. Ich bleibe heute Nacht hier und versuche dem Spuk ein Ende zu setzen. Ja, da bin ich dir wirklich dankbar, Rovi. Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen. Merci vielmals, du schaffst das. Ich hoffe es. Ich bin froh. Du, los, ich habe den Herrn Kaplan eingeladen. Der kann dir sicher helfen. Ich habe ihm schon etwas erzählt von den schlimmen Bildern, die du immer siehst. Er hat gesagt, das sei ganz einfach, dass du das dann nachher nicht mehr siehst. Er kann dir sicher helfen. Er wird bald da sein. Ja, nein. Ja, grüezi, Herr Kaplan. Grüezi, Frau Weiter. Kaplan. Bitte nehmen Sie da Platz.
Frau Weite, ist das der kleine Bub, der so viel Zeug erzählt hat? Ja, das ja, wie heisst du denn, Bub? Ich heiße Toni, aber alle sagen zu mir Toneli. Ich bin 5 Jahre alt. Ja, du, erzähl uns eins von deinen Märchen, wo du schon deiner Großmutter erzählt hast. Ich kenne keine Geschichten und Märchen. Jetzt erzähl uns endlich und genau, was du gesehen hast. Ich sehe noch graue, kleine, böse Männchen. Jetzt sag mir sofort, wie die eigentlich aussehen. Sie sehen aus wie viele Menschen, aber haben keine Farbe mehr. Oder sind sogar durchsichtig. Aber es gibt auch sehr dicke, die sind wie aus Nebel oder kleinen Wolken. Und hängen an den Rücken und Kopf oder Bänse. Ja, er sieht da innen noch zwei Totni. Was fällt dir eigentlich los ein? Mir in so etwas, in meiner Gegenwart, zu sagen und so frech zu lügen. In dir steckt der böse Geist oder sogar der Teufel selber. Frau Weite, mit dem da ist nicht mehr viel zu machen. Mit dem werde ich dir noch viel Ärger bekommen. Ich werde das meinen Vorgesetzten melden. Frau Weite, auf Wiedersehen. Und rufen Sie mich nicht mehr an, wegen dem da. Warte, Herr Kapitän. Oh. Hast du jetzt wirklich zwei tote Seelen gesehen an ihm? Der war jetzt schön aufgeregt. Der ist jetzt so total verstochen worden. Hast du das wirklich gesehen? Vieles, was ich sah, für mich selber zu behalten, erzählte niemandem mehr was, auch nicht meinen Eltern, schon gar nicht meinen Geschwistern, denn ich bemerkte sehr schnell, dass die überhaupt nichts spürten, nichts sahen, nichts hörten. Ich hatte einen Bruder, der war gut ein Jahr jünger als ich, schlief direkt neben mir, der wurde in der Nacht nie gestört, respektive hatte nie was gesehen, was bei mir war oder auf mir herumturnte. Er war glücklicher als ich. Und ich merkte dann mit der Zeit, dass ich irgendwie eine Sonderaufgabe habe oder Sonderling bin und litt natürlich dementsprechend. Da oben in dieser Schönwart fühlte ich mich eigentlich soweit wohl und glücklich, trotz den vielen Störungen, die rund ums Haus herum waren, auch im Haus drin, auch auf den Zugangswegen und Straßen, wo ich immer wieder Seelen und Verstorbene sah, beschloss mein Vater und meine Mutter, nach 7 Jahren Pacht dort wegzugehen. Sie hatten ein Haus kaufen können hinten auf der Prärie, wo wir von da an lebten. Es gab dann noch viele Geschwister und die Situation blieb dort praktisch gleich wie in der Schönwart. Was ich erlebte später,
habe ich in Büchern festgehalten und habe für Leute Ritualbücher hergestellt, die sie benutzen können, die sie verwenden können, um sich selber zu helfen, unabhängig zu werden. Nicht, dass man auf andere angewiesen ist, die es überhaupt selber ja nicht verstehen. Im YouTube habe ich unter meinem Namen verschiedene Beiträge, auch Beiträge von anderen, wo sie Rituale hören können, nachsprechen können, dass es ihnen nützt und dass es ihnen hilft. Für Sie, liebe Zuschauer, habe ich diese Bücher als zwei Gebetsbücher und das obere ist ein Band für Kinder, respektive für Eltern, die Kinder haben, mit Ritualen, Gebeten, Schutzgebeten. Und es ist wichtig, dass Sie etwas selber tun oder wenn Sie gestört werden oder Ihre Kinder nicht schlafen können, dass Sie diesen Kindern helfen. Sie helfen sich ja selber. Jetzt haben Sie ja gesehen, diesen Filmbeitrag, wie ich als Kind damals verschiedene Sachen erlebte. Und logischerweise kann ich mich selber ja nicht spielen. Ich bin jetzt über 70, habe aber ein geheimes zu lüften. Und jetzt kommst du, Michel. Ich habe eine kleine Tochter, die heißt Michel. Und hat eigentlich mich als Bub gespielt. Darum hat sie eigentlich immer eine Kappe an. Und sie ist eigentlich jetzt in meinem Alter, wo ich das erlebt habe, und ist genauso hellsichtig wie ich, leidet auch dementsprechend. Aber sie hat das Glück oder Privileg, dass ich als Vater, meine Frau natürlich, als ihre Mutter, da auch das mit verstehen können, auch hellsichtig sind. So geht es für Sie natürlich leichter. Ich hoffe, Ihnen gefällt der Film und kann Ihnen gewisse Erkenntnisse geben. Auf Wiedersehen, bis zu einem anderen Mal.